hier geht's jetzt in die Dunkelheit. War schon krass. Alter, geht die schwer. Oh, das gehört? Moin, herzlich willkommen bei diesem Video. Ich bin heute unterwegs auf Bunkertour. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem riesengroßen unterirdischen Bunker mit mehreren Etagen. Das ist der größte Bunker, in dem ich bis jetzt war. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich überhaupt reinkomme. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und wenn ihr Bock habt, mich in den Untergrund zu begleiten, dann kommt mit. Ja, ich komme jetzt so langsam aus dem Wald raus hier. Und das Krasse ist, außer mir ist hier in den letzten Tagen auch noch zumindest kein menschliches Wesen langgelaufen. Gut, die Spuren hier, die sind von mir. Ich war gerade schon mal hier vorne. Aber ansonsten nur Tierspuren. Ja, hier stehe ich jetzt vor einem Tor, das allerdings offen ist und auch keinerlei Verbotsschilder oder irgendwas. Also würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Irgendwo hier auf dieser Freifläche, irgendwo hier in dem Bereich muss sich der Bunker befinden. Ja, schauen wir mal, ob wir den finden. So Leute, so wie es aussieht, habe ich den Eingang gefunden. Ja, hier muss ich jetzt irgendwie runter. Ja, also bis jetzt tatsächlich der einzige Mensch hier. Ja, schon ein bisschen ein gruseliges Gefühl, jetzt in dieses Loch hier zu steigen. Aber naja, jetzt bin ich hier. Also würde ich sagen, ab da rein. Ah, hier überall ist irgendwas, also es ist nicht so ganz ungefährlich hier. Ich bin mich jetzt noch ein bisschen am Vorbereiten. Also wenn ihr sowas macht, macht das am besten nicht alleine. Ja, bei mir ging es jetzt halt nicht anders, aber wenn ihr das macht, sagt zumindest jemandem, wo ihr seid. Ja, nehmt euch eine Atemschutzmaske mit, ja, weil es kann schlechte Luft da drin sein. Und im Optimalfall nehmt ihr euch am besten noch hier so ein CO2-Messgerät mit. Ja, dass ihr, sobald die Luft da drin wirklich schlecht wird, dass ihr dann auf jeden Fall gewarnt werdet. Ja, bin mal gespannt, ob es funktioniert. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, seid auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig. Und hier unten, ja, ihr seht, ich habe das ein bisschen beleuchtet. Da geht es jetzt rein. Das ist der eigentliche Zugang zum Bunker. Und da zwängen wir uns jetzt irgendwie inklusive Rucksack durch. Also los geht's. Also es ist eine Totenstille hier drin und ein Hall. Das ist schon krass. Ah, hier geht es jetzt in die Dunkelheit. Man sieht das Ende des Ganges auf jeden Fall nicht. Es ist ein leichtes Gefälle. Wie die Schritte hier hallen. So, hier sehen wir jetzt erste Installationen. Das ist wahrscheinlich ein Teil vom Belüftungssystem eventuell.
keine Ahnung. Also dieser Bunker hier, der wurde in den 80er Jahren gebaut. Das ist ein sogenannter GSSD-Bunker. Ja, das bedeutet Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Oh, hier hat ein anderer Lost Blazer seine Handschuhe vergessen. Oder absichtlich liegen gelassen, wer weiß. Na, jedenfalls wurde dieser Bunker hier von den Russen als Kommunikationszentrum genutzt im Kalten Krieg. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Hier irgendein alter Luftfilter vielleicht. Keine Ahnung. Also hier ist der Zugang. Ja, hier steht überall schon die Brühe drin. Ja, hier auch zu sehen, wahrscheinlich Ölspuren oder irgendwas. Es riecht auch ein bisschen nach Öl, aber lufttechnisch sieht das alles noch gut aus. Also ich bin ja auch nicht der Erste, der diesen Bunker hier besucht. Ihr seht ja, hier liegen überall schon Bretter rum, dass man hier drüber kann. Ja, hier alte Kessel mit kyrillischen Schriftzeichen. Ja, ich glaube, stabil ist es. Sieht gut aus. Ja, hier, das war wohl mal die Tür. Ja, hier, guckt euch die Ölpampe an hier. Krass. So, dann schauen wir mal. Ja, hier steht überall das Wasser. Also das Ding, das ist wirklich riesig. Ja, das hat 2 Etagen. Ich habe mir doch mal, also es gibt tatsächlich einen Plan, den mal jemand erstellt hat hier vorhin, den habe ich mir runtergeladen. Ich blende euch das auch mal ein. Ja, hier war wahrscheinlich mal einer der Eingänge. Alles zugeschüttet. Ja, hier war wahrscheinlich ein Eingang. Alles zugeschüttet. Nehmt euch auf jeden Fall eine Backup-Taschenlampe mit oder allgemein Backup-Licht. Also ich habe 3 Taschenlampen mit, plus hier die Scheinwerfer von der Kamera, plus ja, nochmal hier diese Leuchte. Also normalerweise sollte eigentlich nichts passieren. Aber worauf ich hinaus will, wenn euch hier das Licht ausfällt, dann habt ihr echt ein Problem. Ja, hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das ist, was ich glaube, was es ist. Und zwar ist eine Besonderheit von diesem Bunker hier, der ist auf so Dämpfern, ist der gelagert hier in der unteren Etage. Ja, ähnlich wie der Stabilisator von einem Fotoapparat oder hier von so einer Actioncam oder so. Ja, einfach um, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich um Explosionen abzufedern. Ja, das Ganze ist, soweit ich weiß, kein Nuklearschutzbunker gewesen. Ja, dazu ist er einfach nicht tief genug unter der Erde. Aber die haben sich hier schon, haben sich das schon ganz schön was kosten lassen hier auf jeden Fall. Ja, hier noch Betten, ja, aus Holz, keine Ahnung, ob die ursprünglich hier drin standen. Weiß ich nicht. Sind eigentlich eher solche so Drahtgestellbetten. Ah, hier der Boden. Ah, die Platten, die sind schon gut. Ah ja, ihr seht's ja. Vielleicht so viele Abzweigungen hier. Oh, hier. Ja, guckt euch das an. Hier geht's direkt in die 2. Etage. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter, was es hier unten noch so gibt. Das ist groß genug hier. Also hier kann man wirklich ohne Probleme mehrere Stunden verbringen. Und man muss sich echt merken,
wo man hergekommen ist. Hier auch noch die Rohre sogar noch verkleidet bzw. isoliert hier. Stille hier. Richtig krass. Totenstille. Ja, ihr guckt euch die Gänge an hier. Die Länge. Na, Taschenlampe jetzt. Ja, hier bis ganz da hinten geht der Gang. Ja, hier stehen auch noch Kessel drin. Ja, Leitern, die wahrscheinlich hier noch irgendwie. Keine Ahnung, wo die hinführen. Schauen wir mal. Ja, die sollten eigentlich noch stabil sein. Ja, das waren jetzt so famous last words, ich weiß. Dieses Experiment ist vollkommen ungefährlich. Ich glaube, das ist einfach nur die Verbindung in den nächsten Raum, oder? Ich sehe gerade nicht, was ihr jetzt seht. Ich weiß es nicht. Naja, mal schauen, vielleicht kommen wir ja da noch hin. Aber wir gehen erstmal den langen Gang hier entlang. Ah, hier habe ich jetzt so eine Gerätschaft gefunden, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ja, wahrscheinlich irgendwie das Hauptaggregat von der Lüftung, weil hier überall diese Schächte lang gehen. Ja, wenn ihr es wisst oder vielleicht auch schon mal hier wart, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das sieht mir wirklich stark nach irgendwelchen Filterelementen oder so aus. Würde ich behaupten. Ja. Wahrscheinlich die Hauptlüftung sein. Lastenregalen. Ja, wer weiß, was hier gelagert war? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Atomschutzbunker gewesen, sondern ein Kommunikationsbunker. Ja, der sollte grob zusammengefasst, war das hier eine der Hauptschaltzentralen bzw. Führungszentrale, wenn es zum Krieg zwischen Warschauer Pakt und NATO gekommen wäre. Also hier sind viele Fäden zusammengelaufen. Ja, hier diverse Flaschen, Schnapsflaschen, irgendwas. Ist das stabil? Ja, mehr oder weniger. Wo geht's hier rein? Ich noch mal. Ach du Scheiße. Hier geht's anscheinend noch wieder einen längeren Gang. Hier führt auch eine Treppe nach oben. Ja. Schauen wir mal, ob wir uns das nachher noch angucken. Wir gehen erstmal weiter. Und hier ist schon die nächste Treppe. Ja, wir gehen einfach mal hier hoch. Ausgang. Der wird wohl zugeschüttet sein. Hat sich auch jemand schmecken lassen. Und das scheint noch gar nicht so lange her zu sein. Die sehen nämlich noch gut aus. Der Weg in deinen Untergang. Naja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier oben an der Decke ist alles voll Mücken. Hunderte, Tausende. Ja, aber hier geht es nicht weiter. Hier ist auch einer der Eingänge wahrscheinlich. Ja, der ist zugeschüttet. Ja, hier, schaut euch diese massive Tür hier an. Oh, sie knarzt gar nicht. Das hätte ich jetzt vermutet,
dass die komplett quietscht, aber nein, tut sie nicht. Ja, schau euch dieses massive Teil hier an. Krass. Ja, hier mit dieser Wölbung, wahrscheinlich als Schutz vor der Druckwelle. Von diversen Explosionen wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, hier geht's auch noch mal runter. Aber diese Leiter hier, die sieht mir nicht besonders zuverlässig aus. Ah ja, ich überleg's mir. Wir gehen erstmal weiter. Das Ding ist ja wirklich einfach nur riesig. Oder das hier. Leute, hier, das hier, das sind diese Dämpfer, glaube ich, was ich euch erzählt hatte. Ja, kann das sein? Ich denke schon. Hier, natürlich. Das sind diese Dämpfer hier, die in diesen massiven Stahlseilen hier aufgehängt sind. Ja, genau. Ja, und da ist dieser Bunker halt stabilisiert. Beziehungsweise, ja, gefedert. Ja, hier steht auch noch was auf Kyrillisch. Ja, vielleicht versteht das jemand von euch. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was es heißt. Wahrscheinlich irgendwas wie Achtung. Keine Ahnung. Oh, hier. Und wohl einer, ja, von einem alten 80er-Jahre-Auto die Armatur hier unten vergessen. Naja, also gruselig wäre es jetzt gewesen, wenn das tatsächlich angegangen wäre. Also dann, ich meine, das ist ja so schon irgendwie gruselig genug, hier alleine in so einem Bunker rumzustrolchen hier. Das ist schon echt krasse Atmosphäre hier drin. Richtig, richtig krass. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die obere Etage an. Ja, man will gar nicht glauben, dass man hier so tief unter die Erde gegangen ist, dass es hier eine obere Etage gibt. Ja, weil dieser Gang vom Anfang eben, ja, der hat zwar ein relativ geringes Gefälle, aber dafür war der wirklich sehr, sehr lang. Oh, hier. Ein altes Bett. Okay. Gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Ja, so ein Blick auf den CO2-Messer hier. Sieht gut aus alles. Zeigt nichts an. Und ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, die Gasmaske, die Maske aufziehen zu müssen. Irgendwie das Gefühl, es wird immer dunkler hier drin. Man bleibt schon immer mal stehen. Oh, habt ihr das gehört? Oh, krass. Leute, das ist mal eine Halle hier. Eieiei. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hört ihr die Geräusche? Das ist schon echt unheimlich. Totenstille und dann immer mal so ein Knacken. Hört ihr das? Dieser Raum, der ist bestimmt 50 Meter lang oder so. Das ist schon heftig.
das hier eine der Hauptzentralen irgendwie gewesen ist? Keine Ahnung. Alles entkernt. Ja, hier hat offenbar schon mal jemand gefeiert. Hier irgendein, dass auch so ein Filter ist oder ob jemand einen Kocher raus improvisiert hat. Mag sein. Mag sein. Okay. Ja, schaut mal hier. Hier ist irgendwie auf diesen Filtertöpfen oder was auch immer irgendwas ausgetreten. Keine Ahnung. Also es sieht mir aus wie irgend so ein aufschraubbarer Maskenfilter. Keine Ahnung, was da für Material drin ist. Es sieht jedenfalls nicht besonders gesund aus. Oh, hier habt ihr auch nochmal so eine riesige Panzertür. Krass. Hier noch eine. Okay, dann wird das hier wohl so eine Art Schleuse gewesen sein oder so. Denke ich mal, keine Ahnung. Ja, weil drei von diesen dicken Türen hintereinander. Wo man meint eigentlich, man wäre fast durch und dann tut sich wieder so ein krasser, dunkler Gang vor einem auf. Ja, guckt euch das an. Bis ganz da hinten geht er. Aber da ist auch zugeschüttet. Da geht's nicht weiter. Na, hier. Auch nochmal eine Art Lagerraum. Auch geschützt mit so einer großen Panzertür. Ja, keine Ahnung, was das hier mal war. Vorratslager. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die hier in diesen Bunkern auch eine Waffenkammer hatten. Wahrscheinlich. Schaut mal hier. Hier hat tatsächlich jemand einen Kunststoffstuhl mit hier runtergebracht. Unglaublich. Ja. Da ist. Also hier kann man tatsächlich noch weitergehen. Aber da vorne. Ja, seht ihr ja hier. Da ist richtig das Erdreich hier durch die Mauer gekommen. Ja, hier war ursprünglich mal eine vergitterte Tür. Also denke ich mal, dass hier früher auch ein Aufgang gewesen ist. Ja, hier geht es auch noch mal runter. Aber nein. Ja, hier. Noch irgendwelche alten Spinte. Ja, wahrscheinlich für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Soldaten, die hier gearbeitet haben. Ja, so persönliche Schließfächer wahrscheinlich. Ja, die hat man alle hier stehen lassen. Das hat sich wohl nicht gelohnt, die Dinger hier rauszuholen. Ja, hier unten liegt alles voll von diesen vermeintlichen Filterelementen hier. Ja. Ganz schön viele. Also ich denke mal wirklich, dass wenn irgendwo, obwohl für Schraubfilter, für Atemschutzmasken sind die eigentlich ziemlich groß. Ich weiß es nicht, wenn ihr es wisst. Schreibt es in die Kommentare.
hier werden wohl Schläuche drin gewesen sein. Und hier eine Halterung für einen Feuerlöscher. Brandschutz im Bunker natürlich äußerst wichtig. Wenn es hier brennt, ähnlich wie auf dem Schiff, dann wird es eng, würde ich sagen. Ja, hier ging es jetzt auch nochmal durch so eine richtig verwinkelte Abzweigung. Ja, hier liegt auch die alte, ein altes Brett wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, geht stabil genug. Hier auch wieder eine dicke Tür. Hier scheint, obwohl die Tür, die ist ja einfach nur, oh, Alter, geht die schwer. Ach du Scheiße, geht das schwer. Jo, jo, jo. Okay. Okay, hier waren wir eben schon. Ja, das ist echt schon krass. Und wenn man hier nicht aufpasst, hat man sich wirklich ganz, ganz schnell verlaufen. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade wieder hier durch das Eingangsloch, wo diese Stege bei dem Öl waren, bin ich jetzt gerade wieder rausgekrochen. Ja, mir geht so allmählich der Kameraakku aus. Und ja, werde mich jetzt wieder auf den Weg ans Tageslicht begeben. Boah, das ist so eine krasse Atmosphäre hier, dieser Hall. Ja, hier alleine in der absoluten Dunkelheit in diesem alten Sowjetbunker hier. Das ist schon echt richtig, richtig krasse Erfahrung. Ja, ich werde jetzt durch den langen Gang wieder nach draußen gehen. Ja, mal gucken, ob das alles klappt. Wenn noch was Gravierendes sein sollte, ja, seid ihr natürlich dabei. Aber ansonsten verabschiede ich mich schon mal. Ja, vielen Dank, dass ihr bei meiner kleinen Bunkertour mit dabei wart und nämlich hier in die Dunkelheit begleitet habt. Und also das ist wirklich schon ein Unterschied, ob man da jetzt wirklich komplett in Anführungsstrichen alleine stillschweigend durchgeht oder ob man so ein bisschen mit der Kamera beziehungsweise jetzt mit euch halt spricht. Also das macht doch schon wirklich einen Unterschied aus. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!